Stelle 10.12 am Einsatz. Frage, was haben Sie jetzt alles alarmiert? Vier RTWs, ein Lift und Feuerwehr. Servus. Servus. Jo. Bitte? Keine Ahnung, ich bin gerade erst gekommen. So, ha? Ja, das ist gut, dann erzähl mal was. Also hier haben wir zweimal schwer, einmal bewusstlos im Auto, einmal aus dem Auto rausgeschleudert. Zwei, Also hier zwei schwere. Genau, hier zwei schwere. Drüben einer unterm Auto eingeklemmt und zwei im Auto sitzen. Und die sind aber tendenziell eher leicht. Eher leicht, bis auf den unter dem Auto, da ist das Auto drüber gefahren. Also tendenziell haben wir fünf Betroffene, korrekt? Genau, fünf Betroffene, davon ja. Drei schwer ja. Und zwei leicht. Leitstelle 10.12. Also insgesamt 5 Patienten, davon 3 schwer, dann reserviere ich schon mal 3-mal Schockraum, bitte schön. 3-mal schwer, die brauchen 3. Einer Müller von der Polizei, ist grüß Gott. Ich bin zivil unterwegs. Ah ja, das gibt mir auch immer so. Ich ja. Bin jetzt gerade erst dazugekommen, aber ja. Was haben wir denn hier? Wissen schon, wer der Schuldiger ist, wer da... Ja, kann ich noch gar keine Auskunft dazu geben, also können wir uns gehen. Ist denn vernehmungsfähig? Wissen Sie doch was? Momentan, die vernehmungsfähigen Personen haben wir noch im Auto, also müssen wir ein bisschen, aber ich sage Ihnen nachher Bescheid. So, wo ist denn der Einsatzleiter Feuerwehr? Bist du der Einsatzleiter? Das ist gut, passt. Ich bin der Einsatzleiter Rettungsdienst. Ja, im Prinzip macht es halt die Autos auf, oder steppelt es den rauf, oder? Unter die Fahrzeug, der ja. Weiteres abkippen. Ja. Dann werden wir tatsächlich Rettung gefangen bei dem. In der ja. Zwischenzeit dieses Fahrzeug in den Wegrollen sichern ja. Und unterbauen, ja. Weil da andere sind schon eingeklebt, mit ja. Dem Fuß nach unten den Trauma. Ja. Hubmantel, den wir haben. Hubmantel, Lobekisten haben wir. Leitstelle 10.12. Also unsere Finger, unsere 10.12. Wie schaut es denn aus? Hubschrauberverfügbarkeit bzw. generell weitere Notärzte? Ja, für beides negativ. Der Hubschrauber fange ich nochmal an. Verstanden. Das heißt, ihr seid soweit versorgt, ihr braucht eigentlich so ein Set. Wir haben jetzt halt 2x1, einmal bewusstlos, einmal ja. Schädelhirn, SAT2 ja. Und Becken. Die wird jetzt rausgeschnitten. Die anderen beobachten ja. Ja, ist schon vorreserviert. Das? Okay, gut. Ja, hervorragend. Das sind die aus dem schwarzen Auto. Sie? Ja. Erst aus dem Auto geschleudert ja. Und im Auto und die zwei im Auto. Also das habe ich jetzt erstmal notiert. Ja. Jetzt müssen wir halt schauen, wenn das Sichtungsteam mal durch ist, was wir direkt haben und ob noch mehr betroffen sind, ob wir jetzt noch jemanden suchen müssen oder nicht. Ja. Okay, darf ich den Zettel haben? Ja. Dankeschön. Dann schauen wir, dass wir irgendwo müssen wir auch unsere Sichtung noch hin mitnehmen. Ja, klingt dich mal da drüben in die Versorgung ein. Ich glaube, das ist immer ein bisschen. Da ist er auch nicht. Ja. So, dann lässt mir ganz kurz her. Jetzt sitzt hier Einsatz raus.
Wer kümmerten sich um die beiden? No, haben wir nichts. Wer kümmerten sich um die leicht Verletzten hier? Gar keiner. Alles gut. So, also euer Patient ist der Patient Nummer 3. Ja, ja. Dann geht's wohl gefällt drin im Auto. Ich weiß das nicht. Wir klären das noch, dann müssen wir schon. Ja, ich kläre dir das, du kriegst kurzfristige Rückmeldung. Ja. So, Herrschaften, ich brauche einen von euch. Ich kann nicht fünf von euch auf einen Patienten entbehren, einen brauche ich. Bist du mit? Dann schauen wir bitte wieder die leicht Verletzten. Gut. Dann checken wir mal bitte bei den beiden Leichtverletzten Verletzungsmuster respektive, ob wir die so aus dem Auto rauskriegen, und gib mal kurz eine Rückmeldung bitte. Kurz, so, Bein ist frei, ihr könnt es rausziehen. Packt ihr zwei geschwind mit an? Ja, zieht ihn einfach nur mal, ja, zieht ihn unter dem Auto raus, dass wir ihn aus dem Gefahrenbereich rufen. Einer, du gehst an die linke Schulter, du an die rechte Schulter. Zieht ihn einfach nur zwei Meter vor, dass wir vom Auto wegkommen. Wie heißt die? Tschirske, oder? Tschirske, ja. Genau, die Dame hat keine Schmerzen, nur ja. Im rechten Arm kann sich bewegen, Verdacht und Fraktur. Ja. Kann sich an alles erinnern, es war nicht bewusstlos. Gut, okay, und er? Bin ich noch dran, ich wollte gerade zurück den Bodycheck machen. Okay, kannst du sie aus dem Auto raus, so, die hat das gebrochene Bein? Nein, die Arm, rechter Arm. Ah, Arm ist das, okay. Ja, hast du ja gesagt gehabt, okay, gut. Genau, die können wir so, denke ich mal, raustun, die hat sonst keine Schmerzen. Er hat auch keine Schmerzen, leicht verwirrt, leicht hektisch. Ja. Genau, da würde ich dann noch mal. Gut, parkt jetzt beide noch mal im Auto, weil wir haben jetzt den Patienten da weg, das ist wunderbar. Und dann lassen wir die im Auto noch mal zur Versorgung. Dann hast du das kein Equipment, gell? Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwo Equipment herbesorgen. Beziehungsweise ich schau mal da, wenn wir den. Ja, das ist kein Übungsequipment. Sonst bauen wir halt bei den beiden Leuten Zugänge hin und fertig. Das ist. Ja, ich schau mal, ich kann es auch aus dem Auto. Ja. So, was haben wir da? Haben wir da schon ein Verletzungsmuster bei ihm? Bitte? Ja. Es wird mal gewünscht, dass du im Bereich der linken Fotos auftauchst. Aha. Hat er? Ja. Ja. 10-12. Verstanden. So, ist der theoretisch praktisch transportfähig? Also einmal intubiert, zwei Atmen. Sehr gut, sehr. Ja. So, packt ihr dann direkt ein? Ja, wir machen es nur den Dom. Gut. Was hast du da für Verletzungsmuster bei ihm? Ja. Probiert zu atmen, ja. Stabiles Becken,
Unterarm war das, oder? Der rechte Arm war das Ober- oder Unterarm? Und rechter Oberarm. Gut. Der so. Ist jetzt so weit im Block, wo der Stadt und die Kollegen fallen dann. Und wenn es ins nächste Krankenhaus geht, bleib ich bei dem. Gut. Gut. Zu dir gehört der Mensch, der oben beim Auto ist, gell? Ja. Kann die Feuerwehr ein paar Mann entbehren zum Raus? Ja. Lass sie noch schnell das Auto fertig aufmachen und dann schauen wir, dass wir es rausbringen. So. Also, du bist jetzt quasi der einzige Arzt, wir kriegen auch keine mehr. Du kannst jetzt. Ja, es ist die Frage, können wir den alleine fahren? Meine intubiert hast du. Wie lange nehmen wir dieses nächste Krankenhaus weg? Viertelstunde. Scheiße. Aber der braucht den jetzt auch. Ja. Also ich würde vorschlagen, dass wir den jetzt einfach schon mal fahren. Der fährt jetzt. Der Motor ist stabil. Ab und mit Speed passt. Und ich brauche euch wieder mal reinleiten. Wenn ihr bloß runtergeht, was zum Boden ist, dann noch den Kappen. Zu wissen, es sind schon ihr zwei Sätze ein Auto, oder? Dann musste ich aber jetzt weg. So, dann. So, ihr packelt den. Wer ist denn ein Auto? Ihr zwei. So, seid ihr zwei ein Auto oder ihr zwei? Ihr zwei seid ein Auto. So, ihr nehmt den, packt ihn direkt ein und aha, kommt ihr hier überhaupt raus? Ja, hier müssen wir drauf. Der scheiß RTW weg und dann fahren wir durch die Kurve. Wir müssen Feuerwehr für Platz machen. Da kommen wir durch mit dem Einpacken. Das ist eher nur. So, was haltet ihr denn davon? Ihr schmeißt einfach auf die Trage und ladet die Trage bei dem Auto ein. Dann tun wir gar nicht groß rum, dann tauschen wir Autos. Das war mal. Das, ja. Nein, das Bett da rein. Fahren mit dem Auto. Oder willst du die Teams tauschen? Dann wir kriegen das Auto. Wir nehmen das Auto. Ja, können wir auch machen. Aber wir sollten mal schauen, dass wir ihn jetzt gleich wegbringen. So. Kann ich von dir geschwind zwei, drei Mann haben zum Rauftragen? Nur kurz den Patienten da hochwuchten. So, der Patient kommt in das Auto. Ja, weißt du, welches ist denn die Trage von dem Auto? Ja, das ist die letzte. Ja, dann auf die passende Trage, dann ist ja eh wunderbar. Ja, alles klar? So, Vorsicht. Pass auf, Hydraulikschläuche, Obacht. Achtung. So. Leitstelle 10-12. So, der erste Patient, das ist männlich, 30, intubiert, beatmet, Becken, offenes SHT. Welches ist der nächste freie Schockraum? Gut, dann geht ihr nach Rosenheim. So, dann fahrt ihr den nach Rosenheim, bitteschön. Was seid ihr da für ein Auto? Der RTW 2, okay. So, wie schaut das mit dem hier aus? Alles klar, der letzte Blutkontakt gegeben, 110 zu 60, nachdem wir zwei Nadeln gelegt haben, zweimal Ringer, 500, über zwei Grüne. Hat der irgendwas an Medikamenten? Nee, gar nichts. Gut, ladet ihn auf. Bitte? Ohne Medikamente geht's nicht. So, welches ist das hintere Auto? Seid ihr das? Dann kommt ihr mit dem raus, das ist ja wunderbar. So, da war es einmal was. Medikamente wäre cool. Ja, ich schau mal, dass wir einen Arzt herkriegen.
Leitstelle von diesem BRK-Auto, wie ist denn da eigentlich? Wir können die einfach Autos da wissen. Na klar könnt ihr, ist ein Ausstandseignis. Ja dann. Simon, überleg dir das nochmal logisch für den praktischen Einsatz. Ja klar. Das ist ein BRK-RTW und das ist ein Eicher-RTW. Und jetzt setzt du nach den Leuten vom BRK-RTW, sollen mit dem Eicher-RTW ins Krankenhaus fahren, die vom Eicher, sondern mit dem BRK-RTW ins Krankenhaus. Ja, genau so machen wir es. So, wo ist der Arzt? Okay, wie schlimm schaut es denn da aus? Bewusstlos immer noch. Ja? Ja, in Rosenheim, gell? Ja, Rosenheim. Ja, Rosenheim, Schockheim vorgemeldet. Welcher ist denn dringender, der oder der? Oder er? Ja, dann fahren wir eher weg und ihr versorgt hier. Keine Ahnung, muss ich checken. So, ihr kümmert euch um die Versorgung. Ich schau, dass der direkt ins Krankenhaus kommt. Willst du dem noch irgendwas geben? So, jetzt mal ganz kurz. Gut, interessiert mich nicht. Schaut mal, dass ihr den so bald als möglich transportfähig kriegt. Der geht direkt in euer Auto. Was hast du denn jetzt hier für primäres Verletzungsmuster? Also, was ist eben sein Hauptpunkt? Also, Becken. Genau. Der muss jetzt an Not in Bau langsam. Gut. Leitstelle 10-12. Gut, wir drehen jetzt auf die Trage, weil der blutet ein. Den müssen wir jetzt dann. Wird der intubiert? Jetzt ist er noch stabil, er redet mit uns. Der ist Fenter. Geht's jetzt mit dem Fenter? Aber intubierst du ihn wahrscheinlich? Bis jetzt nicht. Mit dem Fenter geht's. Leitstelle 10-12. So, nächster Patient, das ist der Patient, der unterm Auto war, das ist männlich 35 Becken. Schauen wir, dass wir jetzt dann verrammen, welches ist mein nächstes freies Haus, geht der auch nach Rosenheim? Ah, perfekt. So, was seid ihr für ein Auto? Der Rest ist der AG4. Ihr seid der Vierer, ihr fahrt dann, sobald ihr startklar seid, direkt nach Rosenheim, ihr seid vorangemeldet, ihr könnt direkt loslegen. Begleitest du den dann oder bleibst du vor Ort? Ich schau zu dir nachher nochmal, ich entscheide noch. Gut, alles klar. In dem Auto schaue ich sie mir noch schnell an und dann schaue ich, ob ich mit vorne mit dir. Jetzt schnell, jetzt. Jetzt anpacken. So, direkt einpacken, losfahren, ne? Was haben wir denn bei ihr für ein Verletzungsmuster? Ja. Gut. So. Ja.